Okay, okay, ich habe einen, ich habe einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Ah, dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja, du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn du es in Binärcode rülpst. Warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt, ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... Naja. Oh, Wendell. Schau mal, wie viele Gläser da schon stehen. Hey, ihr werdet nicht glauben. Der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Meinst du nicht, dass heute fürs heute reicht, Matt? Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen den Film an? Also, was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Erstmal den Jahrmarkt. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nichts wie hin! Jungs, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltermaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Soltar bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau. Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell. Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey, wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Mann, das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh, das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Sieh mal, Kumpel, du musst dir mehr Mühe geben. Wenn du die Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Hey, super Idee. Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Okay, okay, ich habe einen, ich habe einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Ah, dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja, du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch.
Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn du es in Binärcode rülpst. Warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt. Ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... Naja. Das zieht sich jetzt hier doch ganz schön in die Länge. Ich werde es wahrscheinlich irgendwo schneiden müssen. Also wundert euch nicht, wenn irgendwo mal kurz ein schlechter Schnitt ist oder irgendwie sowas. Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Ja, wie sieht's denn damit aus? Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich mein, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er einen 5-Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Dennis. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber es ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber... Komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger an. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Brava, Junge Matt. Und weißt du was? Ich mach auch mit. Hey, wir haben sie. Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen den Film an? Also, was soll's dann bei der Hochzeit... was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Erstmal den Film angucken, ist besser. Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als fünftes Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. Naja. Aber was soll es denn auf der Hochzeit zu essen geben, Miss Sally? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Ich folge wohl besser deinem Rat, Mann. Was? Ja, weißt du, ich glaube, ich lasse es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, 2 Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen. Sally,
Ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. 5 Runden später. Ich bin nur einen Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fett aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in 2 verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool! Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich habe mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht kotzen. So ist recht, Kumpel. Und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was zum... Oh! Hey! Das ist Betrug! Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Randall, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Naja, vielleicht. Hey, Matt, soll ich Pater Roy rufen, damit er einen Exorzismus durchzieht? Das wäre nicht eine ganz gute Idee. Oh mein Gott, der unglaubliche Matt, wie er seine schrecklichen Mutantenfähigkeiten vor aller Augen einsetzt. Oh, ich habe meine Badehose zu Hause gelassen. Es ist... Also zieh von mir weg, wenn du nochmal kotzen musst. Hey, Matt, soll ich Pater Roy rufen, damit er einen Exorzismus durchzieht? Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Nicht? Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber heute muss es anders ausgehen. Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Habe ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Ja, wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja, ich bin erst erwachsen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Ist das zu glauben? Flüssiger Regenbogen. John Carpenter's The Thing. Chucky Salzaltan. John Carpenter, John King? Nicht mal lauwarm. Mann, verdammt. Was war denn das nochmal? Vesuvius Man. Das war's. Ich wusste es. Mann, was ist denn Sally gefahren? Hast du ihr den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammte Ring, Mann! Was würde ich nur ohne dich anfangen? Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobungsparty. Also habe ich es einfach mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich tue auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Lass mal stecken, sonst muss ich auch kotzen. Abgelehnt, meine Religion verbietet sowas. Wenn du nichts aufs Maul haben willst, bleibst du lieber, wo du bist. Wenn du nicht was aufs Maul haben willst, bleib.
da, wo du bist. Ja, ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ja, verdammt. Alles läuft genauso wie beim letzten Mal. Okay, Ladies und Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. Und? Flutsch. Hey! Warte mal, Kumpel. Das gehört dir, oder? Ups. Dienstag! Yay! Was? Dienstag! Yes! Endlich! Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn! Ich glaube, Matt geht's nicht so gut. Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey, hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Kabel verbinden. Der Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer übernachte? Ich glaub nicht, dass den das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Wow. Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Vicodin einzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Fuck, Alter. Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf, wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also. Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann. Wenn nur genug Bier da ist. Ja, ich kenn dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettwanzstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Uff, na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay, suchen wir mal nach einem Platz, wo er uns nie mehr unter die Augen kommt. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Da kann man gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück, wenn man diesem Plan folgt. Leiden und Tod. Heißt das, dass wir niemals in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Finn, das Ende. Das Ende eines großartigen Spiels. Randall's Monday, a Nexus Game Studio Production in Association of Deadly Entertainment. Moment mal. Was das? Ist das das Ende? Glaube ich nicht. Tja, glaub's ruhig. Der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein?
Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Naja, so glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Seit wann klauen Tauben Schmuck? Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt dir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? War der nicht eigentlich der Böse? Warum hat er dann mit dem Ende nichts mehr zu tun? Ist doch klar, damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse? War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz! Habt ihr vielleicht jemanden Umschlag zugesteckt? Ach, komm schon! Was sagst du da? Das ist doch einfach irre! Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen? Ha, so, noch ein nettes Gespräch zum Schluss, sehr cool. Russian Translation, French Translation, Birds of Magic, German Translation, Daniel Kehr, Benjamin Kuhn. Zum Schluss übrigens nochmal, schönen Dank für die Doctor Who-Ansprache. Englisch Voiceover und so, ja, das könnt ihr euch alles anschauen und durchlesen. Wie hat mir das Spiel gefallen? Bestens, so viele Anspielungen, so viele lustige kleine Scherze. Hin und wieder hatte ich zwar Probleme, weil hin und wieder die Klickzonen so nah beieinander lagen, dass ich Ewigkeiten gebraucht habe, um auf Sachen zu kommen. Und auch, dass die Rätsel abfolgen manchmal wirklich nicht ganz logisch waren, hat das Gefühl. Aber es macht nichts. Das Spiel ist superbst. Einfach superbst, muss man da sagen. Hat super viel Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr nochmal... Oh, Charlie, Dr. Johnson, Hal. Aha, okay. Klassi Nerd, alle dasselbe. Na gut. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, kauft euch das Spiel. Unterstützt Dedelec. Dedelec ist ein super Publisher. Wirklich auch sehr nett, von den Jungs zu reden und sowas. Und vielen Dank nochmal an Dedelec auch, dass sie mir die Möglichkeit für das Let's Play gegeben haben. Der Soundtrack ist mehr als so toll, wie wir auch schon wieder im Hintergrund hören. Und Vater Roy hatte ja ziemlich viel zu sagen. Uiuiuiui. Ja. Ah, ja. Was kann man jetzt noch sagen? Ich bin tatsächlich wenig traurig gerade, dass das Spiel zu Ende ist. Es hat mir so gut gefallen. Ach ja. Aber es macht nichts. Jetzt noch die German Voiceover. Sound Studio, Toneworks, GmbH. Darauf habe ich noch gewartet. Localization Manager Matthias Geisler. Directors Benjamin Kuhn, Matthias Zorn. Sound Engine Simon Hennecke. Editor Kai Schmitz. German Voice Actors Randels, Assad Schwarz. Matt, Matthias, Klimsa, Sally, Kaya, Marie Müller, Charlie, Tobias Meister, Dr. Johnson, Engelbert von Nordhaus, Mary, Thiel, was Thielmann, Borg? Okay. Narrator, Box, Eberhard H., Marconi, Peter Weiss, Bum, War, Achim, Schülke, Elaine, Jennifer, Böttcher, Sergeant Kramer, Wolfgang Berger, Ted, Christos, Topoulos, Nett, Sascha, Rotermund, Alan, Robert, Martin, Seibel, Mel, Duff, Roman, Kretschmer, Hot Dog, Wender, Eric, Chef, Scheffler, Rezeptionist, John, Kardewik, ich komme gleich hinterher, Phil, Kai, Henrik Möller, Betty, Marina, Bernhard, Tief, Rudolf, Daniele, Witzk, Bob, Konstant, Graudus, Lady, Traudel, Sperber, Kit, Tim, Kreuer, Salesman, Jens Wendelmann, Pestilenz und Herr, Michael Wiedeler, Space Nerd, Tobias Diakov, Bruno, Klaus Dittmann, Brooks, Erkrat, Dux, Karl, Jesse Grimm, Sleazy, Guido Zimmermann, Boxguy, Daniel Walbert, Prisoner Having Lunch, Wolf Robel, Prisoner, Holger Löwenberg und Prisoner. Niemand, den spricht einfach keiner mehr. Er hat keine Lust, das zu sagen gehabt. Ja, so. Aber hiermit lasse ich euch jetzt mal alleine.
den Abspann, dass ich noch zu Ende laufen. Danach wird dieses Let's Play zu Ende sein. Und ich werde ab morgen ein neues Let's Play starten. Ist doch was Schönes. Ob ich die letzte Folge, die geht jetzt irgendwie über 53 Minuten. Ich schätze mal, die werde ich noch in ein oder zwei oder drei Teile schneiden. Also vielleicht schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Habe ich noch ein bisschen was für die nächsten Tage. Gut. Also dann, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play mit dem Brennmeister. Randall's Monday.